Oh, Daphne, ich freue mich ja so für dich. Heute wirst du endlich zur Kronprinzessin ernannt. Und du hast es auch verdient. Danke, Blum. Ich bin ganz schön nervös. Oh, Daphne, mach dir keine Gedanken. Wir sind doch zusammen, oder? Du hast recht. Zum Glück. Komm, Blum, gesellen wir uns zu den anderen. Haben wir was verpasst? Ihr kommt genau rechtzeitig. Ich bin gerade sehr inspiriert. Es gibt nichts Schöneres als eine Krönungszeremonie. Dieser Anlass ist so offiziell. Kiko, warte eine Sekunde. Um der heutigen Zeremonie alle Ehre zu erweisen, sollten wir uns ein bisschen aufhübschen. Bereit für ein kleines Modewunder? Stella! Oh, Moment. Ich krieg das schon wieder hin. Okay, ich versuch's einfach nochmal. Oh, cool. Schön. Wow. Also. Ja, so sollte es sein. Sehr gut. Daphne, du bist dran. Also, welche Farbe wähle ich für dich aus? Ein lebendiges Grün, königliches Purpur? Ich hab's! Oh, Kiko, ich glaube, du bist am schönsten von allen. Da kann ich nur zustimmen. Da können wir anderen wohl kaum mithalten, Euer Hoheit. Du bist wunderschön. Bin ich gut oder was? Oh, Stella, ich bin beeindruckt. Ich fühle mich richtig prinzessinnenhaft. Da ist jemand, der lässt dich gar nicht aus den Augen. Prinzessin Daphne? Als König von Domino habe ich heute die große Ehre, meine älteste Tochter Daphne zur Kronprinzessin von Domino zu ernennen. Und das gehört ab heute dir. Trage es mit Stolz. Ich bin so überglücklich, mein Schatz. Ich verspreche, jederzeit mein Bestes für Domino und seine Bewohner zu geben. Prinzessin, darf ich um diesen Tanz bitten? Ist es nicht schön, Daphne so glücklich zu sehen? Na komm, zeigen wir den Gästen, wie man tanzt. Domino kann von Glück sagen, solch selbstbewusste Prinzessinnen zu haben. Allerdings, ich glaube nicht, dass es mutigere und freundlichere junge Damen gibt. Das ist alles so romantisch! Kiko, sie plant irgendwas Schlimmes. Nicht lange zaudern, es sind Taten angesagt. Jetzt! Oh, wunderschön. Wunderbar. Ja. Oh. Bravo. Danke. Dankeschön. Wir danken Ihnen allen, dass Sie diesen besonderen Tag mit uns verbringen. Ich liebe die Liebe. Alles okay? Oh, ja, mal schade. Da scheint heute jemand nicht auf der Höhe zu sein. Perfekt. Sky, bitte bring sie in ihr Zimmer. Du musst dich ausruhen, Blum. Irgendwie
habe ich das Gefühl, die standen gar nicht auf der Gästeliste. Was sind das für Wesen? Feuerfresser. Sie werden in einer alten Legende Dominos erwähnt. Kommt ja nicht näher. Sky, halt sie bloß fern von Blum. Daphne, Nymphe des Sirenix. Jetzt kommt es auf uns an, die magischen Wings. Blumix. Sieh das Licht. Leila. Sky, beeil dich! Du musst Blum hier rausbringen! Schnell! Halt! Hm? Wo wollt ihr denn auf einmal hin? Diaspro, lass uns sofort vorbei! Oh nein! Die Monster sind schon überall im Nordflügel des Schlosses. Der Strudel der Flammen ist der einzige Ort, an dem es Blum gelingen kann, ihre Kräfte wiederherzustellen. Glaubst du das, Sky? Nein, du würdest ihr niemals helfen. Also mach den Weg frei! Blum! Blum! Keine Sorge, Thorin! Ich halte diesen Kerl auf! Diamantlanzen! Oh, das war für mich sehr anstrengend. Wir müssen Blums Kräfte wiederherstellen, und zwar schnell! Nur sie kann diese Monster aufhalten. Kannst du Blum tragen? Sky lassen wir hier. Was jetzt? Folge mir! Wir sind da! Ist es nicht atemberaubend? Das Beste wird sein, du legst Blum mitten in den Strudel der Flammen. Und der Rest erledigt sich dann von allein. Tu das nicht, Thorin! Du darfst nicht auf Diaspro hören! Du bist sowas von boshaft! Und dabei habe ich heute einen guten Tag. Sky. Blum, was machst du mit ihr? Diaspro, was ist in dich gefahren? Gib es auf, Sky. Du bist sowieso viel zu gut für sie. Hör endlich auf damit, Diaspro. Ich liebe nur Blum. Tja, ich hoffe, dass du dann das hier verdauen kannst. Nein, Blum! Sky! Ich hab dich! Schade, du kannst nichts mehr für sie tun. Nein! Oh, oh. Was soll ich denn jetzt tun? Sie ist verschwunden! Sky! Thorin! Oh! Was war das? Ich habe von diesem Ort gehört. Das ist der Strudel der Flammen. Er ist unglaublich. Es ist unbeschreiblich schön hier. Schaffen.
Wir müssen alle zusammenhalten. Ich weiß. Ich lass dich nicht nochmal hängen, das verspreche ich. Bloom! Flammensturm! Wahnsinn! Sie hat die Probe des Strudels der Flammen bestanden. Bloom! Ich bin so froh, dich zu sehen. Ich bin genauso froh, dich zu sehen, Sky. Jetzt werden wir diese Monster verjagen. Wir müssen uns beeilen. Sie sind überall im Schloss. Dann los! Ich weiß nicht, mit wie vielen ich jetzt noch aufnehmen kann. Ach. Ich weiß. Aber wir müssen ihnen standhalten. Du hast recht, Layla. Aber hier ist jemand, der euch dabei hilft. Sky, ich hatte so eine fürchterliche Angst damals. Und es tut mir heute sehr leid. Schon okay, Thorin. Wir haben beide eine Menge dazugelernt. Frieden? Frieden. Oh, wäre hier doch nur ein schöner Prinz, mit dem ich tanzen kann. Ja, das wäre wirklich toll. Thorin, vielleicht gibt es ja auch jemanden, mit dem du gern tanzen würdest. Geheimnisvolle Welt, die du schenkst. Welchen Weg wir zwei auch gehen. Das Band bleibt immer bestehen. Komm, lass uns tanzen. Oh, ich freue mich ja so für Bloom und Sky. Sie sind so wahnsinnig verliebt.